Herzlich willkommen! Ich bin Sabine Lütke, die Inhaberin der Augenschmiede, und in diesem Video wollen wir einmal über Kurzsichtigkeit sprechen und wie man das Voranschreiten verlangsamen bzw. stoppen kann. Woran man erkennen kann, dass man kurzsichtig ist, falls es einem von einem Augenarzt oder Optiker noch nicht gesagt wurde, ist, dass wenn man ohne Brille in die Ferne guckt, dass man da nicht so gut sehen kann, aber dafür ohne Brille in der Nähe ganz gut zurechtkommt. Wer sehr stark kurzsichtig ist, hält sich das zum Lesen sehr dicht an die Augen. Das sind so die ersten Anzeichen, woran man das erkennen kann. Zum anderen kann man, wenn man eine Rechnung hat oder einen Brillenpass hat, vor dem sphärischen Wert, wenn da ein Minus vorsteht, dann ist man auch kurzsichtig. Wie sich eine Kurzsichtigkeit auswirkt bzw. was eine Kurzsichtigkeit ist, probiere ich euch jetzt einmal zu erklären. Bei einem Normalsichtigen, der ohne Brille und ohne andere Hilfsmittel scharf sehen kann, der wird auch emmetrop genannt, wird das Bild scharf auf der Netzhaut abgebildet. Der gelb markierte Punkt, das ist die Foveola. Dort ist das schärfste Sehen. Das ist also unser Ziel, wo das Bild landen soll, damit man klar und deutlich sehen kann. Bei einem Myopen, also einem Kurzsichtigen, wird das Bild nicht auf der Netzhaut, auf der Foveola abgebildet, sondern leider ein bisschen davor. Daher kann der Kurzsichtige in der Ferne unscharf gucken. In den meisten Fällen ist das Auge einfach ein bisschen zu lang gebaut. Was macht man also? Man bekommt eine Brille oder Kontaktlinsen, die dafür sorgen, dass das Bild hinten wieder auf der Foveola abgebildet wird und man scharf sehen kann. Allerdings haben die herkömmlichen Brillengläser und Kontaktlinsen den Nachteil, dass das Bild zwar im Zentrum, in der Mitte abgebildet wird und man scharf gucken kann, aber am Randbereich wird das Bild eher hinter der Netzhaut abgebildet, was dem Körper oder dem Auge den Anreiz gibt zu wachsen, weil das Auge möchte gerne, dass auch dieser Punkt auf der Netzhaut abgebildet wird. Das heißt, das Auge fängt an zu wachsen, dann sind am Randbereich die Bilder auf der Netzhaut, allerdings ist das Auge dann hier auch gewachsen und eigentlich müsste es dann dort abgebildet werden. Also das heißt, wir sind wieder am Anfang, dass das Bild nicht auf der Netzhaut abgebildet wird, sondern davor. Und man braucht wieder stärkere Gläser. Das ist ein Teufelskreislauf, in dem man sich dann dort befindet. Dann gibt man wieder neue Gläser, stärkere, und man hat dann das Problem, dass das wieder am Randbereich nicht abgebildet wird. Es gibt spezielle Kontaktlinsen, die beides können. Die können einmal das Bild auf der Foveola abbilden, man kann also scharf sehen, und am Randbereich sorgen sie dafür, dass das Bild auch auf der Netzhaut abgebildet wird oder lieber eher ein bisschen weiter vorne, vor der Netzhaut, weil somit ist dann der Kreislauf unterbrochen und das Auge hat nicht mehr den Drang zu wachsen. Das Auge wächst bis zum 30. Lebensjahr noch. Das heißt, alle, die unter 30 sind, haben noch die Möglichkeit, diesen Wachstum des Auges zu hemmen oder zu stoppen. Jetzt möchten Sie bestimmt wissen, was das für Kontaktlinsen sind, die das Längenwachstum hemmen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, wenn man unter 6 Dioptrien hat, dann gibt es die Möglichkeit, formstabile Linsen zu tragen, die man nur nachts trägt. Und tags, also morgens nimmt man sie raus und tagsüber braucht man dann weder Kontaktlinsen noch Brille, was sehr praktisch ist, zum Beispiel für Sportler oder für Leute, die Linsen tagsüber sehr stören oder trockene Augen haben. Da sind natürlich diese Linsen ganz gut geeignet. Das sind sogenannte Orthokeratologie-Linsen, Ortho-K-Linsen abgekürzt, und die haben tatsächlich den größten Erfolg. Wer sagt, ich möchte jetzt keine formstabile Linse über Nacht tragen, das gibt es inzwischen auch. Da gibt es spezielle weiche Kontaktlinsen, die man dann morgens reinsetzt und abends wieder raus. Eine Möglichkeit gibt es noch, das können allerdings nicht wir Augenoptiker anpassen oder Linsenspezialisten,
sondern das muss beim Augenarzt gemacht werden. Da gibt es Atropintropfen und die lähmen den Muskel ein bisschen, sodass da auch der Anreiz genommen wird zum Längenwachstum. Da müssten Sie sich einfach mal bei einem Augenarzt informieren. Auch nicht alle machen das. Lasst uns doch mal über die Ursachen der Kurzsichtigkeit sprechen. Das, was ihr jetzt gerade hier so seht, diese Tätigkeit, die ich mache, an meinem Handy rumspielen oder viel am Laptop oder Tablet arbeiten, Computerarbeit, also alles, was extreme Naharbeit bedeutet für die Augen, lässt das Auge die Kurzsichtigkeit fördern. Aber wir wollen nicht nur der Elektronik die Schuld geben, sondern zum anderen ist es natürlich auch eine Vererbungssache. Wenn Eltern oder ein Elternteil auch schon kurzsichtig ist, dann ist die Gefahr höher, dass das Kind auch kurzsichtig wird. Oder auch die ethnische Abstammung ist sehr wichtig. Denn in manchen Ländern ist die Kurzsichtigkeit sehr, sehr stark verbreitet. Und auch die Stubenhocker sind gefährdet. Das heißt, wenn man viel draußen ist, viel Tageslicht abbekommt, dann ist man weniger gefährdet. Wir müssen natürlich auch einmal über die Risiken einer Kurzsichtigkeit sprechen. Denn umso höher die Stärken sind einer Kurzsichtigkeit, umso höher ist der Risikofaktor für zum Beispiel Netzhautablösung, grauer Star, grüner Star. All solche Sachen kann beim Augenoptiker nicht kontrolliert werden. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man als Kurzsichtiger regelmäßig zum Augenarzt geht, um auch das Medizinische einmal abzuklären, dass da alles in Ordnung ist. Ich hoffe, mein Beitrag zur Kurzsichtigkeit hat euch ein bisschen weiterhelfen können oder Aufschluss geben können. Falls noch Fragen offen sind, könnt ihr mir gerne hier schreiben oder mir eine E-Mail senden. Dann beantworte ich gerne eure Fragen.